quasi diese 13 Songs mit einer Headline übertiteln müsstest, wie ist das Look and Feel auf dem Album? Also auf jeden Fall auf meinem Album, was da natürlich wichtig ist, was für mich wichtig war, war einfach der Soul auch, ja. Den Soul, glaube ich, den bringe ich mit meiner Stimme mit. Ja, das ist ziemlich wichtig, was man auf dem Album wirklich raushört. Und einfach, was halt einfach so hip ist jetzt auch, aber mit alten Elementen, mit Funk-Gitarren und so einfach das groovt. Ist einfach groovy, muss ich das einfach reinziehen. Ja, also es sind auf jeden Fall geile Tanzplatten dabei, sind aber auch wirklich Songs dabei, die einen wirklich dahin schmelzen lassen und so von allem etwas, aber wirklich so noch, dass es wirklich einen roten Faden hat, weil ja, Manuin liebt Soul und ja, und das habe ich einfach mit in der ganzen Musik einfließen lassen. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe die aktuelle Bravo jetzt gar nicht geguckt, aber ich glaube, dein Waiting for Christmas ist irgendwie echt, das müsste, glaube ich, sogar noch in den Bravo-Charts sein, oder? Ist doch crazy, oder? Irgendwie jetzt im Februar noch die Weihnachtssingle in den Charts zu haben? Ganz ehrlich, ich bin echt gerade selber überrascht, weil ich wusste das gar nicht, dass die immer noch in den Bravo-Charts ist. Aber na klar, finde ich das cool. Ich meine, wenn die Leute das immer noch gerne hören oder so, dann ist das natürlich cool. Ich freue mich natürlich darüber, ganz klar. Was sind denn so die drei Ziele in diesem Jahr, die du auf jeden Fall erreichen magst? Was ist so dein Target für 2012? Ja, also wichtig jetzt für 2012 natürlich, wie gesagt, ist mein Album, ja, die Tour. Und meine zwei Comeback-Konzerte. Ja, die sind für mich ziemlich wichtig. Wann und wo werden die sein? Also man kann schon so viel dazu sagen, es wird zwei Comeback-Konzerte geben. Eins in Österreich und eins in Deutschland, also Köln und Wien. Und ja, muss man einfach hinkommen, muss man sich ansehen.